Willkommen auf der Mobile World Congress 2014, wo wir das brandneue LG L40 haben mit einem 3,5 Zoll, 480x320 Pixel Display. 3 Megapixel Kamera auf der Rückseite, ohne Blitz natürlich, weil wir ein Einsteigermodell haben. Aber wir haben Android 4.4 schon installiert, also KitKat ist hier mit drauf. Und nicht nur die Dual-SIM-Variante, sondern auch eine Triple-SIM-Variante könnt ihr bald davon kaufen, je nach Land natürlich. Dadurch, dass wir das neueste Android installiert haben und die neueste LG-Software, können wir hier zum Beispiel beim Unlocken hier einen Knock-on-Code eingeben. Heißt, bis zu 8 Punkte, die man berühren kann, können wir hier festlegen. Hier bei LG gerade eigentlich nur die 4 Ecken. Mach's mal nochmal mit meinem Daumen, es geht ein bisschen besser. Naja, nochmal. Vorführeffekt. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier sehen, schön schnelles Gerät. Hat einen 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor drin. Und die LG-Oberfläche, wie man sie kennt, schön farbenfroh. Und aber wirklich schnell in der Bedienung. Schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen von außen an. Wir haben hier einen Lautstärkeregler, oben einen Kopfhöreranschluss, auf dieser Seite einen An- und Ausschalter. Die Rückseite können wir abmachen, mache ich jetzt allerdings nicht, weil sonst der Alarm losgeht. Denn hier über Micro-USB kann man das Gerät natürlich aufladen und Daten übertragen. Wir haben einen Micro-SD-Kartenleser drin und 4 GB internen Speicher und ein Mikrofon natürlich, um Telefonanrufe auch annehmen zu können. Auf der Rückseite die Kamera, die ich schon vorhin erwähnt habe, das gibt es auch in schwarz. So schauen beide von vorne aus. Die Android-Tasten hier, wie ihr sehen könnt, einmal zum Drücken und zum Unlocken und zurück und Settings natürlich, wie immer voran. Ich unlock's jetzt nochmal und dann können wir kurz anschauen, wie die Kamera ausschaut. Ich suche sie mal kurz raus, hier oben. Kamera-App natürlich mit 3 Megapixeln kann man nicht allzu viel erwarten, aber sie ist trotzdem schön schnell und das Display ist auch erfreulicherweise relativ gut. Ich habe schon schlechtere Displays gesehen in dieser Preiskategorie. Umdrehen können wir die Kamera jetzt nicht, aber natürlich können wir auch noch Videos drehen. Ich schaue gleich mal in welcher Qualität. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier ein, wie gesagt, 3 Megapixel Kamera. Gehen wir hier auf Video. Und dann könnt ihr hier sehen, wir könnten jetzt WVGA-Videos sehen. 800x480 Pixel Auflösung ist das Maximum. Genau, das war das LG L40 Smartphone, einem ganz kurzen Hands-on. Vielen Dank, dass zugeschaut auf der Mobile Wirkung ist. Mein Name ist Palash Gal und hier nochmal ganz kurz zum Ende hin ein Browser, wo wir Gestensteuerung bzw. auch Tastatur eigentlich wunderbar benutzen könnten auf der Größe. Vergesst nicht, den YouTube-Channel zu abonnieren. Das war das LG L40 in einem ganz kurzen Hands-on.